Heimwerker-Insider-Tipp Nummer 1 von Alexand, unserem Dr. Holz, der uns beim Projekt hilft. Wie kriegen wir den perfekten rechten Winkel mit Holz hin, Alex? Kein einfaches Ding, aber du hast da den ultimativen Tipp für uns. Genau, ja. Und zwar ganz einfach, wir haben hier natürlich genau geschnitten, das Holz, Gärung. Auf Gärung, also 45 Grad. Zweimal ergibt 90, das wollten wir. Ja, wenn man zum Beispiel auch einen Bilderrahmen macht oder so, kann man es schön machen oder eben so ein Stück rechter Winkel braucht am Holz. Und das ist immer schwierig, das zusammenzufügen, wenn man nicht schrauben will oder nageln will, wenn man es quasi kleben muss. Und das Holz schön aussehen soll weiterhin. Genau, ne? Genau. Dann ist es schwierig, das einfach zu spannen mit einer Schraubzwinge oder schön irgendwie zu fixieren, bis der Kleber hart ist. Ne? Und deshalb machen wir das mit einem Klebeband, handelsübliches Klebeband. Wir nehmen zwei Stück, legen uns das aus. Das ist eigentlich das Schwierigste daran, dass die Finger nicht kleben bleiben. So. Jetzt nehmen wir schon die Stücke Holz. Wir legen die einfach so ans Klebeband und auf das wird jetzt schwierig, oder? Das muss genau auf die Kante genau, laufen, oder? Da muss ich auch mal. Ja, setz mal die Brille auf. Brille aufsetzen. So, fügt es schön zusammen, dass es eben hier keine Fuge gibt. Presst es an. So. Und dann heißt es Kleber ran. Hier auch nicht sparen, weil es ist das Hirnholz, das sogenannte. Das nimmt da schon einiges an Flüssigkeit auf. Liegt das am Schnitt oder woran liegt das? Das liegt am Schnitt, das genau. Der öffnet quasi die Poren von dem Holz oder was? Richtig, genau. Das sind quasi die früheren Kanäle des Holzes, wo die Säfte gefördert wurden und die Nahrungsmittel und das Wasser. So. Ja, quaddelt jetzt bestimmt raus, oder? Ja, bestimmt. Oh, das wollen wir. Und jetzt? So, und jetzt einfach nur hochklappen. Und man sieht es, quillt da wirklich schön raus, ja. Jetzt gibt es hier auch eine schöne Spannung, das heißt, es hebt ordentlich zusammen am Schnittpunkt. Ja. Und jetzt machen wir einfach nochmal. Auch hier nochmal fixiert. So. Hält. Gut. Wie lange? Das braucht jetzt, eine übliche Leim braucht normalerweise 45 Minuten bei 20 Grad. Und dann ist das fertig. Und dann ist es fest. So fest, dass man es ausspannen kann. Okay. Ja. Cool. Meistertipp Nummer 1. Genau.